Hallo, ich bin Kai von Photocase. In diesem Video möchte ich dir heute unsere Lightboxen vorstellen. Mit den Lightboxen kannst du dir auf Photocase deine persönliche Fotoauswahl zusammenstellen. Wenn immer du durch unsere Fotos stöberst und du ein Foto findest, was dir gefällt oder was du gut für deine Arbeit verwenden kannst, kannst du es in eine Lightbox legen, um es später wiederzufinden. Die Lightbox-Funktionen bestehen dabei aus zwei Tools. Das ist einmal das Lightbox-Widget und der Lightbox-Manager. Das Lightbox-Widget ist dir vielleicht schon begegnet. Wenn immer du mit der Maus über ein Foto gehst und dabei dieses kleine Menü nach oben kommt, öffnet der mittlere Button das Lightbox-Widget. Damit kannst du das aktuelle Foto in eine deiner Lightboxen legen. Wenn du das Lightbox-Widget zum ersten Mal benutzt, ist diese Liste wahrscheinlich noch leer. Hier oben über das Plus-Symbol erstellst du eine neue Lightbox. Klick auf das Häkchen, erstellt die Lightbox und speichert das Foto darin. Prima, das hat geklappt. Du hast das Foto in deine Lightbox meiner Favoriten gelegt. Schauen wir uns das Lightbox-Widget noch einmal genauer an. Hier rechts, wie gesagt, die Liste mit allen deinen Lightboxen. Wenn du davon sehr viele hast und eine konkrete Lightbox wiederfinden willst, kannst du hier oben die Suche verwenden. Hier rechts haben wir eine Sortierfunktion eingebaut. In der Lightbox-Liste werden die Lightboxen ganz oben angezeigt, zu denen du zuletzt Fotos hinzugefügt hast. Du kannst diese Liste aber auch alphabetisch sortieren. Ein weiteres nützliches Feature versteckt sich hier unten. Wenn du das Foto in eine Lightbox legst, kannst du zusätzlich noch eine Notiz hinzufügen. So kannst du dir zum Beispiel abspeichern, wo du das Foto später verwenden willst. Rechts neben jeder Lightbox aus der Liste findest du ein kleines Optionsmenü. Damit kannst du die Lightbox öffnen, sie an Freunde oder Kollegen weiterleiten, den Titel bearbeiten oder die Lightbox löschen. Das waren eigentlich auch schon die Funktionen des Lightbox-Widgets. Schauen wir uns nun einmal den Lightbox-Manager an. Den erreichst du direkt über das Lightbox-Widget hier oben mit dem kleinen Pfeil. Mit dem Lightbox-Manager kannst du die Fotos in allen deinen Lightboxen organisieren. Um dir Fotos einer Lightbox anzeigen zu lassen, klicke einfach eine Lightbox in der Liste an. Die Lightbox-Liste hier links ist dabei genau die gleiche wie im Lightbox-Widget. Du findest auch hier die Suchfunktion, die Option, eine neue Lightbox anzulegen und die Sortierfunktion. Hier rechts findest du alle Funktionen, die sich auf die Fotos in deiner aktuellen Lightbox beziehen. Der erste Button wählt Fotos aus. Einmal klicken, alle Fotos auswählen, nochmal klicken, alle Fotos abwählen. Um einzelne Fotos auszuwählen, klicke diese einfach an. Klicke nochmal, um das Foto wieder abzuwählen. Der Button mit dem Plus kopiert die ausgewählten Fotos in eine andere Lightbox. Der Button mit dem Pfeil verschiebt die ausgewählten Fotos in eine Lightbox. Über den Button mit dem X kannst du ausgewählte Fotos aus der Lightbox entfernen. Wähle ein Foto aus und klicke das X. Wenn du keine Fotos ausgewählt hast, kannst du die Buttons trotzdem verwenden. Die Funktionen beziehen sich dabei dann einfach auf alle Fotos in der aktuellen Lightbox. Schauen wir uns noch die anderen Funktionen an. Der Button mit dem Warenkorb kopiert alle Fotos deiner Lightbox in deine Fotoauswahl. Dort kannst du sie dann kaufen oder herunterladen. Über den Button rechts daneben kannst du Layout-Versionen der Fotos in deine Lightbox herunterladen. Das ist praktisch, wenn du zum Beispiel noch im Designprozess bist und eine Fotoauswahl deinem Kunden präsentieren musst. Vorhin im Lightbox-Widget hatte ich dir ja kurz die nützliche Notizfunktion vorgestellt. Die erreichst du natürlich auch im Lightbox-Manager. Über den Button rechts daneben kannst du das Foto in einem neuen Tab öffnen. So kannst du es nochmal in groß sehen oder andere Informationen nachschauen. So, das war's auch schon mit den Funktionen des Lightbox-Managers. Wir hoffen, die Arbeit damit macht dir Spaß und erleichtert dir deine Fotoauswahl bei Photocase. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!